Wegen ihrer Megastimme und ihrer tollen Ausstrahlung wurde Franziska Urio 2007 bei Deutschland sucht den Superstar bereits als Siegerin gehandelt. Doch dann das völlig Überraschende aus. Die schöne Brünette belegte nur den 7. Platz, obwohl sie sogar immer vom Pop-Titan Dieter Bohlen unterstützt wurde. Was sie heute fast 10 Jahre nach der Show macht, hat sie uns beim Raffaello Summer Day in Berlin verraten. Also ich bin nach wie vor tätig als Musikerin, als Sängerin und auch als Moderatorin und stehe immer noch auf der Bühne. Ja. Nach dem DSDS aus arbeitet die heute 35-Jährige also tatkräftig an ihrer Solokarriere. 2011 veröffentlicht sie ihr Debütalbum Alpha Girl, das bei den White Nights in St. Petersburg als bester Newcomer 2011 ausgezeichnet wurde. Rückblickend bereut sie die Zeit in der RTL-Starschmiede nicht, wie im Gespräch mit bunte.de klar wird. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das genauso machen, ja. Aber jetzt nochmal, man wird dann immer gefragt, ob man nochmal zu einem Casting geht und nochmal und so. Das ist dann irgendwie für mich dann durch, so das Thema. Es war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall, aber da muss man irgendwie auch neue Sachen irgendwie ausprobieren und seine eigenen Wege gehen, so. Auf diesem Wege hat sie in jedem Fall einen neuen Begleiter, denn die 35-Jährige ist seit über einem Jahr Mama und damit überglücklich. Mit kleiner Familie und intakter Karriere würden wir uns in jedem Fall freuen, in Zukunft wieder etwas mehr von Franziska Urio zu hören.